euch den Tod. Das ist immer sehr beruhigend. Ungläubiger. Wie kann ich dienen? Ja, ich bin alle mal darüber hier. Ich predige bis in die Wie kann ich dienen? So, wo ist denn jetzt mein Dieb? Ach, der kommt wahrscheinlich erst nicht. Oder habe ich den jetzt erst in Auftrag gegeben, oder? Ja, ich wusste es doch. So! Halleluja! Ach, Jesus im Himmel, echt. Ich hoffe, ich kann mich irgendwie mit den... Warum heißen die eigentlich alle Männer Ingeborg, Mensch? Attentat. Wer ist denn er eigentlich? As-Sedine Ismail. Okay. Rundenbericht, jawohl. Ja, ist schon recht. Ja, ist schon recht. Vor allem, warum ich die Papststaaten immer so ausspionieren, ich verstehe das gar nicht. So, in Akkon gleich mal eine normale Kapelle. Fortbildung der U-Boots-Heer. Ah, du kommst zuerst. So. Danke übrigens nochmal für diesen Tipp mit dem Drag and Drop. Finde ich richtig, richtig geil. Wohin geht es? So, mit dem Schiff komme ich jetzt mal den anderen hier oben entgegen und befreie mal hier unten meinen Hafen von der Unterjochung. Beziehungsweise, nee, Moment, ich brauche ja Schiffe, um die Truppen zu verschieben. Mein Herr, werf den Anker. Die jetzt in Nikosia gerade ausgebildet werden. Hus Karl. Oh, der Karl spielt auch mit. Hey. Nordische Schwertkämpfer, ja. Irgendwas jetzt einfach mal da ausbilden. So, in Rodos, das habe ich ja gewusst, dass wir hier bald Probleme kriegen werden. So. Ja. Na, machen wir erstmal die Mauer. Rom, die Rüstungsfertigung. Ja, machen wir noch eine Universität. Wow. Also in Rom kann man schon bald guten Scheiß ausbilden. So, Beziehungen zu den Papststaaten schwach. Ja, genau. Super, Marrakesch-Attentäter. Jawohl. Sieht's denn da eigentlich aus? Ja, das sieht doch ganz gut aus. So. Wessen Zeit ist abgelaufen? So. Ich halte an. Ihr dürft euch mal dezent nach da drüben bewegen. Wie viel kannst du ausrichten? Einen hinrichten, das ist immer gut. So, in Tunis Fortbildung, Rekrutierung auf jeden Fall. Ich bin Gottes Diener. Einen Priester auf jeden Fall schon mal auf den Weg schicken. Fortbilden können wir hier auch. Aber auch rekrutieren. Und zwar noch einen Priester. Ich schicke da jetzt Priester rüber, ich sag's euch. Ich scheiß die zu mit meinen Priestern. So. Das passt soweit. Birger Svensson, derjenige, der übergelaufen ist, hat nun ein Jahr später oder ein halbes Jahr später für seine Sünden bezahlt. So, der Diplomat ist fertig, habe ich gesehen. Aber in Aleppo sind die Ballistentürme fertig. Das ist wichtig. Na halt. Das ist wichtig, so. Gut. Mein Gott, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Schleicht's euch! Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen! Ein überwältigender Sieg! Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen! Boah, das finde ich gut so. Ja, was hier? Was? Blablabla. Echt, hey. Das kriege ich ja nirgendwo unter, was die hier mir alles immer in den Weg schmeißen. Das ist ja der pure Wahnsinn, ist ja das. Ich brauche viel mehr Armeen, 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 Armeen. Ich mit dem mal weiterziehen kann. Wo bleibt denn eigentlich mein Schiffchen? Das hoffentlich nicht auf feindliche Schiffchen trifft. Ansonsten habe ich nämlich bald ein Problem. Ich glaube, in Palermo mache ich mir jetzt eine zweite Flotte auf. Heute können wir nicht weiter segeln, Kapitän. Kanonenholk, Drachenboot, Kanonenholk, alles rein da, hier auch. Kanonenholk und Drachenboot und Runde beenden und mei, macht's einfach irgendwas, Mensch. Oh, ist meine Runde lang nichts passiert, der Wahnsinn. Ich müsste jetzt mal schauen, wo kommen denn die Timuriden eigentlich? Bagdad gehört denen. Kamen die hier oben? Nein, gell, die kamen schon hier unten. Mei, Antiochia, es wird einfach nicht besser hier. Euer Wille geschehe. Wir marschieren. Wohin geht es?
Also, obwohl ich eh schon alle Aufstände aufs Brutalste niederschlage. Ah, jetzt kann ich auch endlich die Obozer weiterbilden. Dem Herrgott sei es gedankt. Segel setzen. So. Meine Güte, die belagern und belagern und belagern, Mensch, echt. Wohin geht es? Mein Herr? Machen wir es halt so. Wie ihr wünscht, Kapitän. Leute, es ist gerade... Es läuft nicht zu meinem Wohlwollen. Die Bibel mag den Frieden predigen. Doch wenn das Christentum an sich in Gefahr ist, ist es eines jeden Christen Pflicht, alles Heilige zu verteidigen. Seine Heiligkeit der Papst hat einen Kreuzzug ausgerufen, das gelobte Land von den Ungläubigen zurückzuerobern. Und da wir das, da wir ja da gleich eine Armee stehen haben... wer muss ich dem Kreuzzug anstellen? Das Prinz Lars! Wo ist er denn, der Prinz Lars? Wo ist Prinz Lars? Ich weiß gar nicht, wer ist ein Prinz Lars hier? Ich hab so viele Leute. Henrik. Ist Prinz Lars? Kann es sein, dass der hier drin sitzt? Wohin geht es? Siegfried? Nee. Scheiße, wo ist Prinz Lars? Jetzt muss ich den halt erstmal. Moment, ich habe ja eine Personenkartei. Irgendwo. Und da müsste ja der Thronerbe. Boah, habe ich schon einen riesigen Stammbaum. Na, da schaue ich jetzt nicht nach. Schriftrolle. So. König Gustav, Jon, Ulf, okay, Gustav, Torkel, oh, hab ich viele Leute, hey. Prinz Lars, da ist er. Und der sitzt in Bukarest. Das ist ja kein Problem eigentlich. Ich betone das eigentlich immer so schön. Mein Gott, warum kann ich denn nicht mit irgendjemandem, der... Scheiße, ist doch das. Aber gut, wenn es denn Prinz Lars sein muss, dann soll es Prinz Lars sein. So. Natürlich. Morgen marschieren wir weiter. So, ich habe jetzt natürlich genügend Zeit, mich dem Kreuzzug anzuschließen. Das gehört zu Sophia hier, genau. Ja, Rundenbericht wie immer klasse. Kreuzzug wächst, die Papststaaten schließen sich an. Gegen Jerusalem. Das kommt mir jetzt eh relativ gelegen, muss ich ehrlich sagen. So, Akkon, eine Kapelle. Dann warum nicht noch gleich noch einen Priester hinzu? Und Jerusalem liegt ja eh gleich auf dem Weg zum Mitsnacken sozusagen. Ja, perfekt. Die Papststaaten werden zwar 100 Jahre brauchen, bis sie da unten sind, aber sie werden mir helfen, immerhin etwas. So. Ist noch so ein Drachenboot hier und was haben wir hier noch? Ach, da können wir noch ein bisschen, da machen wir hier auch noch so ein Drachenboot und dann... Ja. Dann soll es auch wieder langen. Ja. Es wird mir die Ingeborg hier ganz wuschig. Ah ja, genau, wir müssen ja hier jemanden ermorden. Wie kann ich... Zwei ihn! Hat dieser Ketzer... Wer ist mein Ziel? Stirb! Danke! So. Ja, mein König. Wie ihr wollt. Der heißt ja auch Inge. Entweder heißen die hier Ingeborg oder Inge. Herrgott, noch eins, ey. Ist ja der Wahnsinn. So, hier haben sie jetzt schon ein bisschen Ketzertum verbreitet. Ja, das macht aber nichts. Will ich hier einfach noch einen Priester aus in Marrakesch. Dann passt sich das in Marokko um. Tanga gibt's hier leider noch nicht. So.
Ja, also ich weiß ja nicht, was das hier noch werden soll, aber es sieht nicht toll aus. Wir werden niemals aufgeben, edle Feind. Ich werde jetzt hier einfach mal... Ein überwältigender Sieg, das lehrt sie das Fürchten. Ich werde jetzt hier einfach mal mit einer Befestigung ein bisschen auf Trab halten. Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen. Sie sollen mal versuchen, diese Befestigung einzunehmen. Na, aber echt, hey, hier sieht es eigentlich in Trabisund aus, da wo wir so eine schöne Schlacht gefochten haben. Da ist schon alles fortgebildet, ordnungsgemäß. Das heißt, wir werden auch noch ein bisschen... Wir haben ein bisschen Reitereimangel hier oben, sehe ich gerade. Kanonen... Es wurde doch mal gesagt, ich solle doch mehr Kanonen machen. Dem Wunsch komme ich jetzt natürlich gerne nach. Ich bin ein absoluter Kanonenfan. Ich liebe Artillerie. Fast genauso wie ich Infanterie liebe, liebe ich auch die Artillerie. So, jetzt fehlt zwar hier für die Armee irgendwie jemand, der sie anführt, aber das macht ja nichts, weil... Ja, Segel setzen. Naja, genau. Ich wollte ja hier... Schiffe ausbilden. Ach, das... Ich habe noch nicht auf Runde beenden geklickt, das habe ich mal wieder ganz vergessen in meiner schönen Hektik. So. Jawohl, was machen wir denn jetzt hier noch? Das langt eigentlich, gell? Wir haben noch Platz, weil die drei lasse ich ja da. Das heißt, wir haben noch mal Platz für vier. Eins, zwei, drei, dann passt's. Ja, wunderbar. Was eine... Städte einer berühmten Schlacht, ja, 1132. Sieger Gandur von Al-Minya, Rebellen und Verlierer Hauptmann Nasir ad-Din von Ägypten. Pflasterstraße ermöglicht Armeen. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht zu lesen. Erlassen die Armee! Die muss ich mal ermorden lassen, der nervt mich. Naja, belagert es nur. Der Feind belagert uns. Diesen Fehler wird er bald bereuen. Oh ja, belagert mich. Ich stehe auf solche Schweinereien. Ungarn hat sich dem Kreuzzug angeschlossen. Jetzt fehle eigentlich nur noch ich, so als Nachzügler hier. Befehle, Herr. Geh an Bord. Wohin geht es? Flottenzusammenschluss. So, was werden hier noch rekrutiert? Genau, diese Drachenboote und hier in Sofia auch noch die Drachenboote. Genau, die sollen da dann hinzukommen. So. Und auf Rhodos habe ich gesehen. Ja, genau, da lassen wir das jetzt erstmal hier. Jawohl, gibt es eigentlich in Korinth noch was? Ja, bauen wir hier noch was und da noch was. Ich meine, die Kohle haben wir ja. Wir könnten die ja eigentlich, wenn wir sie mit unserem ganzen Staatskassenbestand überhäufen würden, könnten wir ja unsere Gegner eigentlich alle umbringen. Erschlagen durch das Gold. Wie passend. Ja, genau. Hier sollte ich vielleicht mal wieder was machen. Und zwar das hier, dann das hier. Genau, die haben ja wieder meine Kirche hier eingerissen in Iconium. Weil sie natürlich irgendeine andere Anbetungsstätte reingestellt haben. Ich möchte auch übrigens jetzt... ja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr das Video sein mit den 30 Minuten. Ich möchte hier auch gleich noch eine Ankündigung machen. Ich bitte euch dazu auch, dass ihr das unter das 30-Minuten-Video bitte schreibt, was ihr davon haltet. Und zwar nach diesem Let's Play hier wird es natürlich wieder eine Abstimmung geben über neue Let's Play-Projekte. Und diesmal habe ich mir ins Auge gefasst, nicht mehr so viele zu machen. Also nicht so viel zur Auswahl zu geben, sondern es auf drei zu beschränken. Und zwar... Ja. Auf folgende Projekte, und zwar habe ich mir jetzt endlich mal, weil ja Mass Effect ist ja eigentlich komplett an mir vorbeigegangen und Kumpel meinte doch zu mir, es ist voll die geile Serie und du musst es unbedingt haben. So, jetzt kam der Steam Summer Deal, jetzt habe ich's. Das heißt, wenn ihr wollt, dann würde ich das Spiel natürlich, also ich habe mir jetzt Mass Effect 1 und Mass Effect 2 die Digital Deluxe Edition gekauft, ich würde dann natürlich mit dem 1er anfangen. Ich würde dann Mass Effect 1 Let's Playen. Das wäre der erste Vorschlag meinerseits. Der zweite Vorschlag wäre ein Assassin's Creed Teil. Ihr dürft nur für, oder ihr solltet nur für Assassin's Creed dann, wenn dann stimmen. Den Teil sucht dann wiederum ich mir raus. Aber keine Angst, es wird keiner sein, der euch enttäuschen wird, denke ich. Also von daher. Und die,